Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Nuketown 2025 auf der Map. Hä? Nuketown 2025? Hab ich das zweimal gesagt? Egal. Und zwar habe ich heute eine Nachricht bekommen, die ich nicht richtig deuten kann. Und zwar die obere Nachricht. Bist du ein Star? Gucken wir mal, was er noch geschrieben hat. Bist du ein Star? Warum sollte ich denn ein Star sein, Leute? Ich bin ganz normaler Zocker, mit Pickel, mit schlechter Haut. Nee, Mann, das ist natürlich jetzt das Klischee, was ich hier aufgestellt habe, was natürlich nicht stimmt. Wir Zocker sind natürlich gebildete Leute, saubere Leute. Naja, ich sag nur RTL. So, der edle Gameplay-Spender ist heute der Beastie White und er spielt heute mit der PDW 57 auf der Map Nuketown 2025. Geile Map. Ganz schön. Und jetzt geht es mal in meinem Gameplay um den sogenannten Drogenentzug. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Video schon mal gemacht habe. Ich werde es aber nochmal ein bisschen weiter erläutern. Und zwar, vor kurzer Zeit hat ein YouTuber namens MontanaBlack88 ein Video gemacht über Drogen. Und zwar über sein Drogenverhalten in seiner Zeit, dass er Marihuana genommen hat, dass er halt eben mal, wie er sagt, Kokain geschnüffelt hat. Und ich mache dieses Video nur für MontanaBlack88, um einfach mal zu sagen, hey Digga, das hast du sehr, sehr gut gemacht, weil Drogen sind scheiße. Da hast du absolut recht. Ich persönlich kenne Leute, die nehmen Drogen, muss ich ehrlich zugeben. Und zwar, die nehmen Gras und dieses komische weiße Zeug, ich glaube, das heißt Crystal. Die nehmen dieses Marihuana nur aus einem einzigen Grund. Für die Entspannung, weil die einfach Stress haben. Stress und ja, diesen Stress, für diesen Stress, um den abzubauen, nehmen die halt Marihuana. Ich habe es schon sehr oft auch angeboten bekommen, aber habe gesagt, nein, ich nehme es nicht. In der heutigen Zeit gilt Marihuana als cool, als chillig, als Wunder, als, ja, weiß ich nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Einfach als chillig. Aber was man wirklich da vergisst, ist, wie dieses ganze Zeug eigentlich angebaut wird. Zum Beispiel, das gute Marihuana kommt nicht nur aus Deutschland oder aus der Schweiz oder aus den Niederlanden, sondern auch meistens aus anderen Ländern, zum Beispiel jetzt aus Kolumbien. So, und wenn ich jetzt Marihuana kaufe, dann unterstütze ich teilweise natürlich auch diesen ganzen Drogenkrieg, diesen Drogenmarkt. Es ist wie Kinderpornografie. Hört sich jetzt auf dem ersten Schritt schlimm an. Wenn ich Kinderpornografie anschaue, dann konsumiere ich die Bilder und sorge für Nachschub, dass Kinder missbraucht werden. Das ist so. Und das ist genauso wie bei Marihuana. Wenn ich es konsumiere oder Kokain zu mir nehme, dann unterstütze ich diese Drogenkartelle in den anderen Ländern. Das ist jetzt egal, ob dieses Marihuana in Deutschland hergestellt wurde oder in Kolumbien. Die Weltnachfrage wird natürlich dann steigen. Du kannst ja dann auch nicht immer sehen, hey, kommt das aus Deutschland oder kommt das jetzt aus Kolumbien? Und es sterben, oh Gott, ich will die Zahlen gar nicht nennen. Es sterben mehr Leute durch den Drogenkrieg als in den Kriegsländern. Also es sind jetzt, glaube ich, schon über 70.000 Menschen in Mexiko gestorben innerhalb von 15, 20 Jahren. Dort werden Leute entführt, dort werden unschuldige Mütter einfach so abgeknallt, da werden die Babys der Mütter einfach aus dem Bauch geschnitten. Ja, nur um da halt eben Angst zu machen. Es geht ja um Dollar, es geht um Drogen, es geht um Kartelle, es geht um Vorherrschaft sozusagen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das ist natürlich dann auch in meinen Augen kein Kavaliersdelikt mehr. Auch wenn es dann so cool klingt halt. Ne? Ihr kennt ja alle hier Kiffermusik hier, Snoop Dogg hier. Aber cool ist das ganz ehrlich gesagt nicht. Muss ich MontanaBlack88 auf jeden Fall recht geben. Und ich finde das richtig geil von dir, dass du den Entzug gemacht hast. Und bitte, ein kleiner Tipp. Ich weiß, er bringt nichts, aber wenn du irgendwann mal einen Joint angeboten bekommst, sag nein. Und wenn die anderen sagen, hey, nimm doch den Joint, Mann, du bist doch cool, Mann. Dann sag nein. Dann scheiß auf die Freunde, die dieses Zeug nehmen. Weil, wer einmal mit Marihuana wieder angefangen hat, der sagt, hey, ach komm, nochmal ein Joint, nochmal ein Joint, nochmal ein Joint, nochmal ein Joint. So ist das. Und besonders Kokain ist ja natürlich jetzt nicht gerade die harmlose Droge.
Jetzt klinge ich wie zwar wieder hier der Oberlehrer, aber es ist so, Leute. So, also, was haben wir jetzt gelernt, Leute, in der Unterrichtsstunde? Sag Nein zu Drogen und friss lieber mal eine Banane oder so. Oder, weiß ich nicht, friss doch mal lieber einen Burger bei einer Fastfood-Kette, da hast du mehr davon. Und ja, ein Geldbeutel schon's auch. Somit sage ich auf jeden Fall, ciao, Leute, haut rein, bleibt clean und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut auf jeden Fall mal rein und wir sehen uns. Und vergesst nicht natürlich hier diesem Typen die Nachricht zu schreiben. Komm, geht auf. Nein, YouTube Gamescom ist kein Star. Dankeschön, bis dann und in Taktik Z. Wir sehen uns, hau rein, ciao. Und 103 zu 56, besser geht's gar nicht. See you later, Alligator. Bis dann, ciao.